Und jetzt sprechen wir mit Sandra Navidi von Beyond Global. Friedhelm Tilgen an der Börse in Frankfurt hat uns ja schon ein bisschen über die Verunsicherung an den Märkten erzählt. Sandra, und hinter dem steckt unter anderem die US-Notenbank und die Strategie der US-Notenbank. Die hat in dieser Woche weiter an der Zinsschraube gedreht. Teilen Sie die Sorge von manchen, dass die Fed möglicherweise es übertreibt? Ja, wobei es ist für die Federal Reserve sehr schwer. Die Geldpolitik ist kein Lichtschalter, den man ein- und ausstellen kann, sondern eher ein Dimmer, den die Fed versucht vorsichtig zu schieben. Sie hat nur ein Problem und das ist der Zeitverzug bei den Daten. Die Daten, die ihr heute vorliegen, sind aus der Vergangenheit und die Daten von der Lage, wie sie aus ihrem Handeln sozusagen als Konsequenz ihres Handelns, die werden sich erst in der Zukunft zeigen mit Zeitverzug, denn bis die in der Wirtschaft ankommen, also die geldpolitischen Maßnahmen, dauert es in der Regel 6 bis 9 Monate. Und von daher, es besteht die Gefahr. Man kann auf jeden Fall sagen, das Risiko einer Rezession hat sich deutlich erhöht. Wen wird denn die Situation am meisten treffen? Wen wird die Strategie, die die Fed derzeit verfolgt, am meisten treffen? Ja, sie trifft viele Segmente in der amerikanischen Gesellschaft sehr unterschiedlich. Was oft ein bisschen zu kurz kommt bei der Berichterstattung, ist, dass auch die Amerikaner unter erhöhten Heizkosten leiden werden. Denn 50% von ihnen heizen mit Gas. Das wird sich um 40 oder über 40%, zwischen 30 und 40% erhöhen. Dann 40% heizen mit Elektrizität. Da bleibt es bei einer Erhöhung von moderaten ca. 6%. Und Gott sei Dank knapp 10% nur heizen mit Heizöl, denn das wird sich bis zu 56% erhöhen. Also da weiß die Fed, da kommt auf die Verbraucher noch sehr viel zu. Deswegen hat sie auch relativ schnell hohe Zinsschritte vorgenommen, um dieser Entwicklung vorwegzugreifen, damit sie möglicherweise, wenn die Wirtschaftssituation angespannter wird im Herbst und Winter, dann weniger erhöhen muss. Dankeschön, Sandra Navidi von Beyond Global.